Frau Edtstadler, vielen Dank für Ihre Zeit. Jetzt ist das Jahr 2020 fast vorbei, ein sehr verheißungsvolles Jahr für eigentlich alle von uns. Wie hat sich Ihre politische Arbeit in diesem Jahr verändert? Ja, zunächst danke für die Einladung. Es ist jetzt wahrscheinlich auch der richtige Moment, einmal zurückzublicken. Und wenn ich das Leben jetzt mit dem Leben vergleiche, das am Anfang des Jahres gestanden ist, dann muss ich sagen, es hat sich zu 180 Grad gedreht. Ich war gerade am Beginn des Jahres ganz viel in Europa unterwegs. Ich war in 10 Tagen in 10 Hauptstädten Europas. Ich habe Kontakte geknüpft. Ich war im Vorsitzland Kroatien. Meine erste Reise hat mich nach Paris geführt. Und jetzt ist es halt seit Monaten so, dass es nur mehr ganz, ganz eingeschränkt möglich ist zu reisen. Es war ein Jahr, auf das ich mit Freude auch geblickt habe in meiner Funktion als Verfassungs- und EU-Ministerin, denn wir haben heuer 25 Jahre Österreich bei der Europäischen Union eigentlich gefeiert. Ja, es ist natürlich untergegangen etwas. Wir haben heuer den 100. Geburtstag der Bundesverfassung gefeiert am 1. Oktober, da mit einer Veranstaltung auch, aber es hätte natürlich sehr, sehr viel mehr sein können und stattdessen haben wir halt sehr viel Krisenbewältigung gemacht. Ich habe von Stunde 1 der Krise und der Pandemie mit den Nachbarstaaten sehr viel Kontakt gehabt, um den Pendlerinnen und Pendlern die Möglichkeit zu geben, nach Österreich einzureisen und auch wieder nach Hause zu kommen. Wir hatten viele Krisensitzungen auch auf europäischer Ebene, fast alle nur in virtueller Form. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt sehr, dass zumindest dieses Interview auch in physischer Form stattfindet, weil es steht kaum mehr irgendwo ein physisches Treffen im Kalender, sondern fast nur virtuelle Treffen. Und da geht natürlich sehr, sehr vieles verloren. Welche Lehren ziehen Sie beruflich, aber auch persönlich aus diesem Jahr? Nun, eine Sache, die ich jetzt in diesem Jahr auch lernen musste, ist, dass nichts selbstverständlich ist, dass von einer Sekunde auf die andere Vorteile der Europäischen Union weg sein können, indem Grenzbalken wieder zugehen, dass sich eine Lebensweise total ändert, wenn wir heute uns Filme anschauen, wo Leute eng gedrängt beieinander stehen, wo Leute einander die Hände geben zur Begrüßung, dann schreckt es einen fast. Ja? Also das ist irgendwie so eine Lehre, dass es sehr schnell gehen kann und sich die Dinge ändern, man sich auch an Dinge gewöhnt, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich will mich an diese Art zu leben nicht gewöhnen, deshalb setzen wir als Bundesregierung auch alles daran, dass wir Strategien entwickeln, wie wir mit diesem Virus umgehen, dass wir eine Impfung bekommen, denen die Leute auch vertrauen, sie auch tatsächlich nehmen, damit wir wieder zu so etwas wie einer Normalität im hoffentlich neuen Jahr 2021 zurückkehren können. Jetzt zum Schluss noch, wie verbringen Sie Weihnachten, die Feiertage? Ich verbringe Weihnachten traditionell im sehr kleinen Kreis mit der Kernfamilie. Ich werde auch irgendwann meinen Sohn treffen, wahrscheinlich rund um den 25. und das in noch sozusagen ruhigerer Art und Weise, denn sonst ist eigentlich das Highlight am 24.12. immer der Besuch der Messe, der Mette, also um 23 Uhr ist die normalerweise bei uns in meiner Heimatgemeinde in Elixhausen und das ist dann immer auch nett, die Menschen zu treffen, die einen eigentlich das ganze Leben schon kennen und sich auszutauschen. All das wird heuer wegfallen, es wird also noch ruhiger werden als sonst, aber ich werde die Weihnachtsfeiertage nützen, um mich auch ein bisschen zu erholen, die Bücher zu lesen, die ich jetzt nicht lesen konnte und vor allem Kraft zu tanken, weil ich bin davon überzeugt, dass auch das nächste Jahr sehr herausfordernd werden wird und da benötigt es die volle Kraft. Vielen Dank. Danke Ihnen, schöne Weihnachten und bleiben Sie gesund. Ebenfalls.